Mit dem Pyrex PX1 besitzen Sie einen verlässlichen Rauchmelder, der es einfach macht, die gesetzlichen Auflagen für Rauchmelder in Wohnräumen zu erfüllen. Mit Aktivierungssicherung, der Aktivierungstaste, einem Magnetträger zur Befestigung an der Decke und einer großen Prüfstopptaste, die die gesamte Unterseite des Gerätes darstellt. Die Taste dient zum Prüfen des Geräts, zum Deaktivieren des Alarms und kann den PX1 stumm schalten. Aber wo und wie bringen Sie ihn an? Per Gesetz muss sich hier mindestens ein Rauchmelder befinden. Und hier empfehlen wir einen zusätzlichen. Nun zur Anbringung. Positionieren Sie das Gerät mittig an der Raumdecke, mindestens 50 cm von umliegenden Möbeln, Wänden und Lampen entfernt und maximal 6 Meter in der Höhe. Ein Rauchmelder schützt maximal 60 Quadratmeter Fläche. Keine Sorge, die Klebemontage ist kinderleicht. Entfernen Sie zunächst den Magnetträger vom Gerät und die Schutzfolie vom Klebepad auf dem Träger. Drücken Sie den Magnetträger fest an die Montageposition. Für die Inbetriebnahme schieben Sie den Splint seitlich von der Aktivierungstaste und drücken diese bündig. Warten Sie, bis ein Ton die Bereitschaft signalisiert. Das kann einen Moment dauern. Nehmen Sie das Gerät in Betrieb und setzen es auf den Magnetträger. Jetzt den Alarm testen. 2 bis 3 Sekunden die Prüf-Stopp-Taste drücken. Ein kurzer Signalton bestätigt die Funktionstüchtigkeit. Hier eine Übersicht der Töne. Übrigens, Batteriewechsel brauchen Sie nicht mehr dank fest eingebauter Lithium-Batterie. Der PX1 ist Ihr verlässlicher Rauchmelder made in Germany und hat eine Lebensdauer von 12 Jahren. PX1, wohl der beste deutsche Langzeitmelder.